Hallo? Entschuldigen Sie. Marthaler, Kripo Frankfurt. Ich suche meinen Kollegen Carlos Abbato. Zimmer 125. Meine Frau hat die Leiche gefunden. Was meinst du? Auf den ersten Blick? Ja. Zwei Schüsse. Halsschlagader und linkes Auge. Die Frau war sofort tot. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen, was? Esatto. Warum bist du alleine? Wir ermitteln jetzt billiger. In der Hälfte der Zeit. Auch Leichensachen müssen effizienter werden. Mein Neffe wird getauft. Ich habe Familienbesuch. Ich wollte hier für meinen Cousin ein Zimmer buchen und dann hörte ich Frau Mankunku plötzlich schreien. Und dann habe ich dich angerufen. Frau Mankunku? Ja, die Frau des Hotelbesitzers. Aha. Die arme Frau. Das heißt, die Zimmertür war nicht verschlossen? Nein. Sie haben die Leiche gefunden? Ja. Ich wollte das Zimmer aufräumen, dann habe ich angeklopft, aber die Tür stand schon offen. Und dann bin ich reingegangen. Wie heißt die Frau? Lisa Weißgermer. Hat sie mit Kreditkarte bezahlt? Bar. Haben Sie einen Meldeschein? Sie hat 3 Tage im Voraus bezahlt. Sie nehmen das mit den Anmeldeformalitäten nicht so genau, was? Wann haben Sie Frau Weißgermer zuletzt gesehen? Gestern Nacht? Sie wollten noch einen Spaziergang machen. Wann war das? Kurz gegen Mitternacht. Die Eingangstür war schon verschlossen und ich bin dann ins Bett gegangen. Wie ist sie angereist? Mit ihrem Wagen? Wir haben Parkplätze auf dem Hof, wollte sie aber nicht. Okay. Hey, Marthaler. Neuer Job? Was machst du denn hier? Ich hab was mit meiner neuen Sekretärin. Und brauche dringend ein Zimmer. Die sitzt draußen im Auto, ist schon richtig scharf. Am besten Wasserbett, da stehe ich drauf. Meinst du, die haben hier sowas? Wir hatten dich benachrichtigt. Wer sind Sie? Sorbier, wie kann ich helfen? Axel Orteck, Landeskriminalamt Wiesbaden. Ich brauche eine Liste aller Gäste, die in den letzten 3 Tagen hier übernachtet haben. Das Auto habe ich geparkt. Soll ich schon mal zum Tatort? Nein, einfach warten, bis ich was sage. Tut mir leid, Marthaler, du bist raus. Das ist jetzt mein Tatort. Worum geht's denn, wenn ich fragen darf? Eine Leiche? Eine Leiche. Ist dafür nicht normalerweise die Mordkommission zuständig? Normalerweise? Hör zu, hier will dir niemand auf die Füße treten. Wir wissen schließlich alle, wozu du fähig bist. Was meinst du damit? Naja, dass du halt gern Bullen erschießt. Da bekommt man es richtig mit der Angst zu tun. Verpiss dich, Ron. Dieses blöde Arschloch. Theresa, ich kann jetzt nicht. Ich ruf dich nachher an. Katzo, ich war kurz davor, ihm ein Gazzotto zu geben. Der hätte sich ein neues Gesicht kaufen können. Was ist los? Ich werde eine Beschwerde schreiben. Dienstlich, schon ganz offiziell. Der Kerl hat meinen Koffer beschlagnahmt. Welcher Kerl? Axel Rotek. Dieser Stronzo kommt an den Tatort, wirft mich raus und nimmt auch noch meinen Koffer mit. Sag mal, haben wir jetzt einen Fall oder haben wir keinen? Keine Ahnung. Ohne Tatort, Zeugen und Leiche könnte schwierig werden, oder? Ja, das könnte schwierig werden. Willkommen bei der Mordkommission, Frau Jonas. Was ist los mit ihm? Schlecht drauf? Guten Morgen. Morgen. Morgen.
Schusswaffengebrauch nach der ersten Meldung toter Forstbeamter. Das war euer neuer Fall. Was mit der Leiche im Hotel? Die übernimmt das LKA. Robert und Carlo dürfen nichts von dem, was sie im Hotel gesehen oder gehört haben, weitergeben an niemanden. Sagt das unsere Chefin? Nein, das sagt mein Chef. Hast du es verstanden, Robert? Ja, das habe ich verstanden. Aber ich werde mich nie dran halten. Vorschlag. Ich versuche herauszufinden, was hinter der Sache im Hotel steckt, und ihr kümmert euch inzwischen um den toten Forstbeamten. Bis dahin unternimmt niemand auch nur das Geringste im Hotelfall. Ist das klar? Was meint ihr? Hält sie uns den Rücken frei? Ich weiß nicht. Sie macht doch einen freundlichen Eindruck. Eine freundliche Chefin. Was macht ihr als erstes, wenn ihr an den Tatort kommt? Ich schaue mir die Lage an, sichere den Tatort und benachrichtige die Kriminaltechnik. Und wenn schon ein Kollege vor Ort ist? Dann mache ich 3 Kreuze und bedanke mich, weil er mir die Arbeit abnimmt. Axel Rotteck hat nichts dergleichen getan. Wie hat das LKA in Wiesbaden so schnell erfahren, dass in einem Frankfurter Hotel eine Leiche liegt? Und wie konnte er so schnell am Tatort sein? Entschuldigung, wo ist denn der Tatort? Die Treppe hoch. Danke. Hallo, Carlo. Hallo, Robert. Johann von Münzenberg, Forstdirektor und Abgeordneter im Hessischen Landtag. Ich nehme an, das ist die Waffe, mit der er sich erschossen hat. Sieht ganz so aus. Oder jemand möchte, dass es wie ein Selbstmord aussieht. Letzte Woche hat die Polizei das Anwesen von Münzenberg durchsucht. Die Zeitung lag in seinem Arbeitszimmer. Damit war seine Karriere als Politiker erledigt. Wieso? Nur weil der Staatsanwalt ermittelt? Besitz von Kinderpornografie. Oh. Danke. Ich gehe wieder raus, ja? Alles klar. Frau Wozniak arbeitet seit 9 Jahren für Münzenberg. Sie wohnt unten im Dorf. Sie hat die Leiche gefunden. Sie sagt, er hat sich mit seinem Jagdgewehr erschossen. Hm. Hat Herr Münzenberg dieses Schloss hier bewohnt? Das Schloss ist öffentlich zugänglich. Er hat nur einige Räume bewohnt. Allein? Haben Sie Kinder, Frau Wozniak? Elias? Wie alt ist Ihr Sohn? 9. Hat er Kontakt zu Herrn von Münzenberg? Ja, natürlich. Er war auf dem Haus. Und manchmal hat Herr von Münzenberg ihn mit zur Jagd genommen. Ich danke Ihnen. Was soll denn aus uns werden jetzt? Aus mir und meinem Sohn? Unterdessen mehren sich die Stimmen, vor allem besorgter Eltern, die einen Rücktritt des Abgeordneten fordern. Und hier vor Ort herrscht große Aufregung, seitdem bekannt geworden ist, dass es sich bei den Ermittlungen gegen Johann von Münzenberg um Kinderpornografie handeln soll.
Früher oder später wird sich das aufklären. Sie sagen ja, Sie sind unschuldig. Aber wer sollte Interesse daran haben, solche Behauptungen in die Welt zu setzen? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Kein Einbruch, keine Spuren von Gewalt. Die Tatwaffe ist auf seinen Namen registriert. Wahrscheinlich eine Verzweiflungstat. Ja, aber war er so verzweifelt, dass er sich mit seinem Jagdgewehr erschießt? Also möglich wäre es. Frau Wozniak, die Hausangestellte, war allein am Tatort. Sie hat also kein Alibi. Und wenn die Vorwürfe gegen Johann von Münzenberg zutreffen sollten, dann könnte sie auch ein Tatmotiv haben. Du meinst, weil ihr Sohn hin und wieder Zeit mit Münzenberg verbracht hat? Es gibt nur einen vagen Hinweis auf Kinderpornografie und wir konstruieren solche Zusammenhänge? Gut. Frau Jonas, Sie gehen zu Carlo. Er soll die Kleidung von Frau Wozniak nach Schmauchspuren untersuchen. Ja. Und ihr sprecht mit der Staatsanwaltschaft. Ich will wissen, wer die Hausdurchsuchung bei Münzenberg geleitet hat. Okay? Theresa? Theresa? Robert. Ich hab... Was soll der Koffer? Wo willst du hin? Ich hab versucht, dich zu erreichen. Ich gehe nach Prag. Wie, du gehst nach Prag? Das Städelmuseum hat einen Austausch vereinbart und ich habe ein Angebot bekommen. Was heißt das, Austausch? Ein Kollege aus der Nationalgalerie in Prag kommt nach Frankfurt und ich gehe ins Palais Sternberg. Nach Prag. Okay, und wie lange? Ein Jahr. Ein Jahr? Sag mal, willst du mich verarschen? Es ist jemand ausgefallen. Die brauchten dringend Ersatz. Das ist für mich eine ganz große Chance. Du gehst vor einem Jahr nach Prag. Warum weiß ich davon nichts? Ich wollte seit einer Woche mit dir reden. Seit einer Woche. Aber du bist schon verpackt in deinen Mordkarton. Das ist doch Quatsch. Du bist gar nicht da. Die ganze Zeit. Nie da. Was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber mein Taxi wartet unten. Was kannst du denn machen? Theresa, jetzt warte doch mal. Ich hätte mich sowas so dafür entschieden. Du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Theresa, hör zu. Ja. Ja, du hast recht. Vielleicht hätte ich häufiger für dich da sein müssen, aber ich... Es tut mir leid. Fahr nicht. Bitte. Mit eurer Hochzeit? Hast du nichts gesagt? Also, was muss man doch besprechen? Ich weiß es nicht. Wir hatten einfach so eine schwere Zeit, du weißt es ja. Die Sache mit dem Kind. Vor allem für Theresa. Gebadet. Willst du reinkommen? Nee, lass mal. Ich bin wegen der Leiche hier. Ich hab Feierabend. Bitte.
fort? Hm, gehört der Mama, eine Schwester. Willst du was trinken? Ja, gerne. Die beiden arbeiten ein halbes Jahr in Afrika. Solange passe ich auf die Bude auf. Du rufst mich heute früh in der Rechtsmedizin an, ich soll mir die Leiche im Hotel ansehen. Von Carlo hat meine Sachen gepackt, Kundenanruf, Stopp. Das LKA hat den Fall übernommen, Martha lässt raus. Und 2 Stunden später taucht dann dieser Typ vom LKA im Sektionssaal auf. Axel Rottek. Ungefähr 1,75, braune Haare, schlank, so um die 50. Echter Saftsack. Ja, ja, das ist Rottek. Keine Leichenschau, strikte Verschlusssache. Braucht nur ein freies Kühlfach. Hast du ihm eins gegeben? Natürlich. Bei mir ist doch immer ein Plätzchen frei. Auch für die unbekannte Leiche. Wie? Hat er wirklich unbekannte Leiche gesagt? Halsschlagader und linkes Auge. Du weißt schon, was das zu bedeuten hat? Ja, ja, schon. Augenschuss. Das Tatmuster hat sich rumgesprochen. Spione, Whistleblower, Journalisten. Ja. So stirbt man, wenn man was gesehen hat, was man nicht sehen sollte. Exakt. Kannst du noch mehr sagen? Dafür muss ich sie auf den Sektionstisch legen. Wann? Ich rufe dich morgen an. Gut, ich habe kein Problem damit zu warten. Und sie auch nicht. Geh schlafen. Ich kann nicht schlafen, Thea. Bis morgen, Martala. Lieber Robert. Ich konnte dir nicht in die Augen sehen und dir sagen, ich habe jemanden getroffen. Es ist mein alter Freund Ludwig Slama. Du kennst ihn, wir haben zusammen studiert. Ich wohne jetzt bei Ludwig in Prag. Es tut mir so leid. Nach unserem schweren Schicksalsschlag brauche ich eine andere Umgebung, um den Schmerz zu vergessen. Jetzt arbeite ich in Prag. Ich muss nach vorne blicken, um die schrecklichen Gedanken zu vergessen. Es hat mit uns einfach nicht funktioniert in letzter Zeit. Ich liebe dich, deine Theresa. Ecker hat sich bei mir beschwert über Sie, Herr Petersen und Herrn Döring. Sie sind da jemand mächtig auf den Fuß getreten. Entschuldigung, wir ermitteln im Fall Münzenberg. Das LKA hat bei ihm eine Hausdurchsuchung durchgeführt und angeblich kinderpornografisches Material beschlagnahmt. Aber wir bekommen keine Akteneinsicht. Was? Warum nicht? Vertrauliche Verschlusssache? Bitte? Wir ermitteln einen Mordfall, die geben ihre Akten nicht raus. Der Mann hat sich erschossen, das LKA hat die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Seit wann macht das LKA unsere Arbeit? Woher wollen die wissen, ob das Mord oder Selbstmord ist? Das kann ich leider auch nicht sagen. Vertrauliche Verschlusssache. Das ist doch Schwachsinn. Die waren nicht mal am Tatort. Scheißdreck wissen die. Du hast dein Handy ausgeschaltet. Theresa hat schon 3-mal versucht, dich zu erreichen. Ich will aber nicht mit ihr sprechen. Das kannst du ja gerne ausrichten. Das würde ich auf gar keinen Fall tun. Dann sag ich, ich werde tot. Oder noch besser, ich bin ins Ausland versetzt und mein Handy funktioniert nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was mit euch los ist, aber ich mische mich da nicht ein. Ach, lass gut sein, Elvira. Lass einfach klingeln, wenn sie wieder anruft, ja? Außerdem hat die Rechtsmedizin angerufen, Frau Hollmann. Das lasse ich bei ihr melden, dringend. Danke. Robert? Was? Hast du ein Frauenproblem? Allerdings, das habe ich. Herr Kommissar? Entschuldigung. Frau Wozniak.
Die Kriminaltechnik hat Schmauchspuren an ihrer Kleidung gefunden. Das muss nicht bedeuten, dass Sie auf Herrn Münzenberg geschossen haben. Ich habe nicht auf ihn geschossen. Haben Sie denn eine Erklärung dafür? Haben Sie am Tatort die Waffe angefasst? Ich weiß es nicht. Wussten Sie von dem Verdacht gegen Herrn Münzenberg? Kinderpornografie. Unsinn. Herr von Münzenberg war ein anständiger Mensch. Dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Sie glauben also nicht, dass das stimmt? Ich kenne jeden Winkel in seinem Haus. Wenn er sich für solche Sachen interessiert hätte, dann wüsste ich davon. Gab es denn irgendwelche Feindschaften? Menschen, die ihm schaden wollten? Wer solche Freunde hat, solche Parteifreunde, der braucht keine Feinde mehr. Das hat er immer gesagt. Er war Landtagsabgeordneter. 15 Jahre lang. Aber vor 2 Wochen hat er Schluss gemacht mit der Partei. Wissen Sie aus welchem Grund? Fragen Sie doch seine Parteifreunde. Diesen Klotz, diesen widerlichen Heuchler. Keiner von denen hat ihn unterstützt. Alle haben ihn fallen lassen. Münzenbergs Fraktionsvorsitzender. Wir sind in einer sehr, sehr wichtigen Sitzung zur geplanten dritten Startbahn, passenderweise am Flughafen, um die Unabhängigkeit zu wahren. Er gilt als Strippenzieher. Jovial, direkt, trinkfest, Workaholic. Frei nach dem Motto, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das kommt mir bekannt vor. Soweit erst. Klotz, da muss ich jemand sprechen. Ja, was schafft mir denn die Ehre? Ihr Parteifreund, Johann von Münzenberg. Ja, traurige Geschichte. Mein Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier treffen werde. Ich habe allerdings wenig Zeit. Am besten, Sie kommen einfach mit, hm? Konnten Sie inzwischen etwas Licht in die Umstände seines Todes bringen? Ich habe ja gehört, es handelt sich um Selbstmord. Von wem haben Sie das gehört? Wir sind die Guten, nur damit wir uns nicht missverstehen. Herr von Münzenberg liebte die Natur. Er war Jäger und ein leidenschaftlicher Krötenfreund. Aber es hat auch Hinweise gegeben, dass er nicht nur Kröten liebte. Sie sind gut informiert. Danke. Dann wissen Sie ja sicher auch, warum Münzenberg vor 2 Wochen sein Parteibuch abgegeben hat. Meinungsverschiedenheiten. Ja, welche denn? Nichts Besonderes. Münzenberg hatte immer seine eigene Sicht der Dinge. Da war er konsequent. Und sein Parteibuch, das hat er nicht zum ersten Mal zurückgegeben. Das heißt, Sie mochten sich nicht besonders? Ehrlich gesagt, nein. Kröten sind nicht meine Leidenschaft. Wenn Sie mich fragen, der geht über Leichen. Aber er ist ausgesprochen freundlich. Dann geht er ausgesprochen freundlich über Leichen. Hallo, Thea. Hast du Hunger? Nee, danke. Und was ist jetzt schon? Ist aber schuld, wenn du nicht ans Telefon gehst. Jetzt musst du mir beim Essen zuschauen. Du hast die Leiche aus dem Hotel untersucht? Yep. Und? Danny hatte die Tote in der Hand. Kostet dich einen Schnaps. Okay. Kodotnaka. Kompushai, Donkan, Dümlau, Konkanilau, Alaumahei, DMK. Was hast du ihr gesagt? Nur, dass du einen nötig hast. Ja, das stimmt. Wo
Warum siehst du schlimmer aus als die meisten meiner Kunden auf dem Seziertisch? Theresa hat mich verlassen. Sie ist nach Prag gegangen. Zu Ludwig Slama. Sie hatte nicht mal den Mut, mir das ins Gesicht zu sagen. Stell dir das mal vor. Scheiße. Ich hatte sogar schon einen Ort für die Hochzeit gefunden. Die ganzen Einladungen sind raus. Ist man stark, mal ist man schwach. Tja. Mach's nicht kompliziert, Martala. In der Küche ist Kaffee. Und den Schlüssel hast du jetzt woher? Ist eine lange Geschichte. Die neue Kollegin, die will wissen, was für einen Wagen wir suchen. Einen alten Peugeot. Um Baujahr 70er, Anfang 80er Jahre, würde ich sagen. Okay. Also der Wagen ist in jedem Fall zu neu, Frau Jonas. Gut, würden Sie mich mit Martala verbinden? Ja. Ja. Das mit dem Auto war nichts. Was soll ich mit denen jetzt machen? Sarah, komm, lass die beide laufen. Pass auf, Mario. Gut, dann gehe ich jetzt auch mal chillen. Chillen. Kann man denn hier in der Gegend günstig parken? Parkhaus Severins. Danke. Viel Spaß noch. Der Wagen des Opfers wurde nicht abgeschleppt. Er steht nicht auf dem Parkplatz des Hotels und er steht auch nicht an der Straße. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich bin's nochmal. Also, probiert's mal im Parkhaus. Parkhaus Severins. Alles klar. Ich kenne das, danke. Ist das weit weg von hier? Nee. Volltreffer. Die Halterin heißt Herr Linde Scherer, wohnt in Berlin. Okay. Danke, Elvira.
Ihr Führerschein. Ja, das ist unsere Leiche. Sie hat im Hotel unter falschen Namen eingecheckt, deshalb haben wir auch nichts zu ihr gefunden. Gut, dann fahren wir jetzt nach Berlin. Carlo, wir sehen uns morgen. Ciao. Das sind mindestens 5 Stunden bis Berlin. Nicht, wenn ich fahre. Entschuldigung. Wir sind so gut wie da. Warum wollten Sie eigentlich unbedingt aus Berlin weg? Lange Geschichte. Robert. Sarah. Da ist noch jemand drin. Frankfurt. Lass mich los! Lass mich sofort los! Hör auf jetzt! Wir sind auf der Suche nach Anneliese Weisgerber. Herr Linde Scherer, kennen Sie die? Frau Scherer ist Journalistin und fährt einen hellblauen Peugeot 501. Ja. Wohnen Sie hier? Nein, ich bin nur eine Freundin. Ist dir was passiert? Frau Scherer ist tot. Frau Buchwald, wir müssten Sie bitten, uns nach Frankfurt zu begleiten. Sie müssen die Leiche identifizieren. Sie arbeiten für eine Tageszeitung? Gelegentlich online. Können Sie davon leben? Nein. Hat Frau Scherer Sie unterstützt? Sie sind unter Ihrer Adresse gemeldet. Ich arbeite in einer Bar. Da habe ich auch Helene kennengelernt. Sie war eine richtig gute Journalistin. Sie hat im Alleingang politische Skandale aufgedeckt.
Können Sie sich an die verlorene Wahl zur Ministerpräsidentin in Hessen erinnern? Ja, klar. Was ist damit? Damals gab es das Gerücht, dass Stimmen von Landtagsabgeordneten gekauft worden sind. Sie hatte einen Informanten direkt im Hessischen Landtag. War Ihr Informant ein Abgeordneter? Das weiß ich nicht. Über Ihre Quellen hat sie nie mit mir gesprochen. Aber Ihre Recherche hat genügt, um uns massiv zu bedrohen. Es gab Anrufe, Mails, alles anonym. Und warum wurden Sie bedroht? Haben Sie gemeinsam an der Geschichte gearbeitet? Wir haben zusammen gelebt. Wir waren ein Paar. Wir müssen jetzt erstmal rausbekommen, an welcher Story Helene Scherer zuletzt gearbeitet hat. Ja. Carlo hat was im Wagen gefunden. Und der Staatsanwalt hat sich auch gemeldet. Ratet mal, wer die Hausdurchsuchung bei Johann von Münzenberg durchgeführt hat. Axel Rotteck. Genau. Haben wir eine Möglichkeit, intuitiv auf Ihr Passwort zu schließen? Wie intuitiv? Ja, Helene Scherer. Ich habe in Ihrem Auto einen USB-Stick gefunden. Natürlich passwortgeschützt. Also, versucht euch in sie hineinzuversetzen. Sie ist ein Journalistin, fährt einen hellblauen Peugeot. Sie ist ja, einmal. Ja, klar, das Passwort lautet WDUVC. Willst du uns verarschen, Carlo? Na gut, dann auf die harte Tour. Was ist das? Ich lasse Twist Trill drüber laufen. Das Programm knackt jedes Passwort. Hat ein Schüler in Amerika entwickelt. Ist ein bisschen illegal, aber habe ich von einer Kollegin. Hier. Es scheint nicht viel auf dem Stick zu sein. Nur ein paar Bilddateien. Kannst du erkennen, in welcher Reihenfolge die Daten entstanden sind? Hier. Das ist die letzte Fotodatei. Das ist mal ein Foto. Schlechte Belichtung, schlechter Ausschnitt und dann auch noch unscharf. Wann wurde das Foto gemacht? Am 27. März, 21.13 Uhr. 28 Stunden später wurde Frau Scherer in ihrem Hotelzimmer erschossen. Hm. Vielleicht kann ja die Technik da noch was rausholen. Das sehe ich schwarz. Ich glaube nicht, dass man da am Ende jemanden identifizieren kann. Können wir mal die Aufnahme davor sehen? Hier. Kannst du mal diesen Ausschnitt vergrößern? Erkennt ihr die Buchstaben? Sterntaler. Wie das Märchen? Nee, das ist ein Puff. An der Landstraße nach Königstein. Weißt du, da fährst du so 10 Kilometer aus Frankfurt raus, dann kommt auf der Seite dann so ein Industriegebiet. Was ist? Da fährt man hin, da trifft man sich, wenn man nicht erkannt werden will. Ne? Exklusiv, teuer, diskret. Also nichts für dich, Kai. Na, regelmäßig. Warum hat Helene Scherer kurz vor ihrem Tod diese Aufnahme gemacht? Und warum hat sie die Daten verschlüsselt und in ihrem Wagen versteckt? Gut, dann fahren wir zum Sterntaler und schauen uns den Laden an. Danke, Karl. Ciao, ragazzi. Ja? Das ist Elvira, ein anonymer Anrufer für dich. Er sagt, es sei wichtig. Er soll seinen Namen sagen. Er hat Informationen über die Tote im Hotel Alt-Frankfurt. Seinen Namen will er nicht sagen. Gut, dann gib ihn mir. Stell ihn mal durch, Elvira. Was? Er hat aufgelegt. Oh, Scheiße. Dank dir.
bleiben die anderen? Erwischt. Ich weiß nicht, wie schwer. Es sind drei Mann. Jess! Wir sind die Bullen, die Arschlöcher! Waffen runter! Polizei! Wir dachten, ihr wärt die Gangster. Wenn mein Kollege tot ist, dann mache ich dich fertig. Schädel-Hirntrauma. Die Wirbelsäule hat auch was abbekommen. Und der Beinschuss hat den Oberschenkelknochen getroffen. Porco cane. Wann können wir zu ihm? Vielleicht in 2-3 Tagen. Ich weiß Bescheid. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Danke. Ich habe was für euch. Wir haben das Notizbuch von Erlinde Scher in ihrem Wagen gefunden. Es ist alles chiffriert und nicht einfach zu entziffern. Aber da steht mehrmals JVM. Johann von Münzenberg. Ja. Ich weiß, viel ist das nicht und der Kalt ist noch nicht im Sack. Nein, nein. Ist alles gut. Danke, Carlo. Ich versuche jetzt mal zu schlafen. Hässlich, oder? Da kommt auch noch raus. Hermann hat hier gesessen. Du weißt, was damals passiert ist, oder? Mhm. Er wollte sich umbringen, hat dich gezwungen, auf ihn zu schießen. Danke. Der Tisch ist trotzdem hässlich. Erst Hermann, dann Kai. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich einfach... Ich habe vorhin mit dem Krankenhaus gesprochen. Wir scheinen noch mal Glück im Unglück zu haben.
Was ist gestern Nacht passiert? Ihr hattet keinen Durchsuchungsbefehl. Nee, wir waren illegal auf dem Gelände. Was hätten wir denn machen sollen? Die Typen haben sofort geschossen. Ja, der Clubbesitzer Kevin Möller, der hat einen Waffenschein. Der fühlte sich bedroht. Der Haftrichter hat ihn gerade eben gehen lassen. Bedroht? Was habt ihr im Sterntaler gemacht? Johann von Münzenberg hatte Kontakt zu einer Journalistin, die über einen Skandal am Hessischen Landtag berichten wollte. Die Informationen hatte sie von Landtagsabgeordneten. Und ja, so sind wir auf die Sterntaler-Spur gestoßen. Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Journalistin und dem Tod von Münzenberg? War der Abgeordnete vielleicht ihr Informant? Robert? Das wissen wir noch nicht. Kann ich nur hoffen, dass ihr schnell einen Zusammenhang findet. Ja, genau. Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, falls die beiden Fälle wirklich etwas miteinander zu tun haben, dann muss es eine Verbindung zwischen Helene Scherer und Johann von Münzenberg geben. Also habe ich mir die Handydaten schicken lassen. Und? Haben Sie miteinander telefoniert? Nein, haben Sie nicht. Haben Sie nicht miteinander telefoniert, aber Münzenbergs Handy wurde in der Mordnacht in der gleichen Mobilfunkzelle geortet wie das Handy von Erlinde Scherer. Sie waren kurz vor der Tat eine halbe Stunde lang hier. Okay. Falls Sie sich wirklich getroffen haben, was heißt das für uns? Naja, Münzenberg kann sich im Sterntaler mit Zuhältern getroffen haben. Stichwort Kinderpornografie. Sie hat ihn dabei fotografiert und erpresst. Daraufhin hat er sich umgebracht. Oder Ihre Geliebte ist ihr in das Hotelzimmer gefolgt und hat sie dort erschossen. Nein, das können wir inzwischen ausschließen. Sie war zur Tatzeit in Berlin und hat in einer Kneipe gearbeitet. Ich habe das von den Kollegen in Berlin überprüfen lassen. Also viele Spuren und kaum Anhaltspunkte. Was haben wir noch? Naja, wir haben ein paar unscharfe Fotos von einem Puff, einen Landtagsabgeordneten, der sich mit seiner Fraktion überworfen hat und unter Verdacht steht, Kinderpornografie zu besitzen, eine Haushälterin, die mit ihrem Sohn mittlerweile wieder in Krakau ist, eine Journalistin, die sich mit der halben Republik angelegt hat und, ach ja, einen durchgeknallten LKA-Mann, der dich hasst. Vielleicht ist es doch alles nur Zufall. Der anonyme Anrufer hat sich vorhin wieder gemeldet. Er will mit dir sprechen. Wann? In einer Stunde. Ich habe den Anruf zurückverfolgen lassen. Die gleiche Nummer wie gestern? Ja. Wiesbaden, eine Telefonzelle in der Marktstraße. Marktstraße? Die ist in der Nähe vom LKA. Danke, Elvira. Wo bleibt der? Minuten über der Zeit. Sollen wir abbrechen? Nein, wir warten. Alle bleiben auf Position. Vielleicht besser bleiben lassen. Sie haben den Anruf zurückverfolgt und beobachten die Telefonzelle. Jetzt beobachte ich Sie. Robert, ein unregistriertes Prepaid-Handy. Wir können den Anruf nicht zurückverfolgen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Nein. Nennen Sie mich Paul. Paul, was wollen Sie mir erzählen? Zuerst brauche ich Garantien. Was für Garantien sollen das sein? Ich brauche Sicherheiten. Die Pizzeria ist in der Pizzeria.
Viola? Schatz? Guten Abend, Herr Fichtner. Was machen Sie denn hier? Ihre Frau war so freundlich, mich reinzulassen. Sind Sie verrückt, hierher zu kommen? Sie bringen meine ganze Familie in Gefahr. Jetzt setzen Sie sich doch erstmal. Sie wollten mit mir über den Hotelfall sprechen? Warum? Bleib mal sitzen. Warum sind Sie weggerannt? Ich möchte Ihnen helfen. Oh, schön. Da muss aber ein bisschen mehr kommen. Ich werde einfach nicht mit reingezogen werden. Sie wollen doch nur Ihren Arsch versichern. Rottig ist eine wandelnde Handgranate. Der bedroht Zeugen, er setzt sich über Vorschriften hinweg. Die Hausdurchsuchung bei dem Abgeordneten, die Ermittlung im Alt-Frankfurt-Hotel. Ja, was ist mit dem Hotel? Konnte Rottig die Identität der Leiche klären? Nein, wir sprechen immer noch von einer unbekannten Toten. Aber ich verstehe es nicht. Was läuft da schief bei euch? Was Konkretes kann ich Ihnen da leider nicht sagen. Bitte ziehen Sie mich da nicht mit rein. Das LKA kommt bei den Ermittlungen im Hotel keinen Schritt weiter. Fichtner sagt, da wird doch nichts passieren. Das ist doch ein Witz. Der wird doch von oben gedeckt. Was sagt Fichtner dazu? Ach, Fichtner ist nur der Assistent. Ist schwer zu sagen, wie viel er wirklich weiß. Er will da nicht mit reingezogen werden. Ich meine, auch im Fall Münzenberg hat Rottig nicht ermittelt, obwohl sich sein Hauptverdächtiger erschossen hat. Stattdessen taucht er plötzlich im Hotel auf und benimmt sich wie die Axt im Wald. Ist eine Falle. Rottig hat uns seinen Mann geschickt. Fichtner arbeitet für ihn. Und wenn die jetzt beweisen können, dass wir nicht nur illegal im Hotelfall, sondern jetzt auch noch illegal gegen das LKA ermitteln. Ey, das fliegt uns um die Ohren. Hallo, Frau Makunko. Mein Mann ist nicht da. Ich glaube, der wäre jetzt nicht so begeistert, wenn er Sie hier sehen würde. Außerdem hat Ihr Kollege uns gedroht, er würde unser Hotel zumachen, wenn wir mit Ihnen reden. Der Kollege ist vom LKA und heißt Axel Rottig. Er hat alle Befugnisse, ich habe keine. Ich bin also privat hier. Das heißt, Sie lehnen sich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster. Was ist daran so komisch? Das ist schon ein seltsames Gefühl. Ich hatte noch nie jemanden in der Hand und schon gar keinen Polizisten. Entschuldigung. Hat das LKA noch mal mit Ihnen gesprochen? Nachdem die Leiche weggebracht wurde, hat Ihr Kollege das Zimmer versiegelt und gesagt, dass noch jemand kommen wird, um sich's anzuschauen. Seitdem ist nichts passiert. Danke. Das heißt, Herr Rottig hat Sie und Ihren Mann nicht noch mal befragt? Nein, wir wussten auch gar nicht, dass er ein Polizist ist. Im Moment, er hat sich als Polizist vorgestellt. War Ihr Mann in der Lobby, ich bin dabei gewesen. Ja, aber am Tag davor hat er keinen Dienstausweis gezeigt. Der hatte an der Bank gesessen und Kaffee getrunken. Am Tag davor? Ja. Milchkaffee. Als Gast, nicht als Polizist. Sind Sie sich absolut sicher, dass Axel Rottig einen Tag vor dem Mord hier im Hotel war? Natürlich bin ich mir sicher. Der hat mir 5 Euro Trinkgeld gegeben. Fehlt nur noch, dass Rottig merkt, dass wir sein Haus überwachen und uns ein Stück Pizza vorbeibringt. Hey. Hey. Hier ist ein Kaffee. Danke. Cool. Warst du bei Döring? Wie geht's ihm? Er ist schlecht gelaunt und schimpft übers Essen. Döring geht's ihm ja gut. Dann können wir ihn sehen? Morgen wird er von der Intensivstation auf ein normales Zimmer verlegt. Dann kann man ihn besuchen. Und? Nichts. Wir sind seit 3 Stunden hier. Er hat sich eine Pizza bestellt. Okay. Robert, die Aktion bringt nichts. Im Gegenteil. Wir sitzen hier wie auf einem Präsentierteller. Da. Das ist Fichtner. Was will der denn jetzt hier? Vielleicht bringt er ja die Nachspeise.
Sieht nicht so aus, als wäre Fichtners Verhältnis zu seinem Vorgesetzten besonders angespannt. Nee. Ihr bleibt an Rotteck dran. Ich schnapp mir Fichtner. Verreisen? Was geht Sie das an, hä? Hören Sie auf, mich zu verarschen, Fichtner! Sie gehen bei Rotteck ein und aus! Er hat Sie zu uns geschickt! Nein, aber Rotteck hasst Sie. Er nennt Sie ein Kameradenschwein. Jeder weiß, dass Sie einen Kollegen erschossen haben. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. In Notwehr. Ich bin nicht korrupt. Und beweisen Sie es. Sache, es geht los. Wenn wir irgendwas beweisen wollen, dann brauchen wir diesen Koffer. Den kriegen wir aber ohne Rotteks Unterschrift nicht. Uns wird schon was einfallen. Uns? Na klar, uns. Sie haben doch gesagt, Sie helfen mir. Verschlusssache. Das Beweismittel kann ich leider so nicht geben. Da brauche ich eine Unterschrift des Abteilungsleiters. Ich weiß. Von Herrn Rotteck. Aber deshalb hat er mir seinen Assistenten mitgegeben. Ja, ich soll unterschreiben. Und wer sind Sie? Fichtner, ich arbeite für Rotteck in der V3. Was ist in dem Koffer? Die Beweisstücke aus dem Hotel, die am Tatort sichergestellt worden sind. Wenn Rotteck erfährt, dass ich ihm geholfen habe, dann macht er mich fertig und meine Familie. So. Unterschreiben Sie jetzt, bitte. Vielen Dank. Herr Fichtner! Mein Kugelschreiber. Ja. Was macht Rotteck denn hier mitten in der Nacht? Vielleicht ist sein Fernseher kaputt.
Robert, was machst denn du hier? Kann ich reinkommen? Das passt gerade nicht so gut. Warum flüsterst du? Ich besuche meinen Ex-Freund. Ach, ich bin gleich wieder weg. Ich habe heute die Spuren bekommen, die Carlo am Tatort im Hotel gesichert hat. Ich brauche eine DNA-Analyse der Tatortspuren. Ich lege keine Nachtschicht ein. Also zumindest nicht in der Pathologie. Dann aber morgen früh, ja? Danke. Ja, hallo? Ja, Sarah, ich bin's. Gibt's irgendwas Neues? Weiß nicht. Rottig ist in Steinheim. Was? Wieso das denn? Keine Ahnung. Er ist gerade in ein Fernsehgeschäft rein. Reparatur und so. Okay, und was macht er da? Warte. Wieso? Was ist? Warte mal. Sarah? Sarah! Hey! Ich hab gesagt, ihr sollt ihn überwachen und nicht verhaften. Robert, das ging nicht anders. Rottek hat, ihr setzt unsere ganze Ermittlungsarbeit aufs Spiel. Wir sind doch nicht so weit. Wir haben nichts gegen Rottek in der Hand. Dürfen wir auch mal was sagen? Ich bitte darum. Es ging alles extrem schnell. Rottek hat auf einmal seine Waffe gezogen. Und dann ist der Mann mit einer Axt auf ihn los. Wie du siehst, mussten wir ihn verhaften. Wer ist der Mann? Lennart Kallenberg, der Inhaber des Radio- und Fernsehgeschäfts. Robert, wir wissen auch nicht genau, was da passiert ist. Heute verweigert die Aussage, er will nur mit dir reden. Wo ist er? Im Vernehmungsraum. Wir bekommen keine zweite Chance, wenn wir ihn jetzt laufen lassen. Ja, aber innerhalb von 24 Stunden muss der Beschuldigte in den Haftrichter vorgeführt werden. Gut. Dann haben wir noch ein paar Stunden, um den Fall zu lösen. Das ist nicht unser Fall, Robert. Ganz und gar nicht. Wir haben inzwischen so gut wie alle gegen uns. Hör zu, ich hätte auch gern mehr Zeit. Aber wir haben sie eben nicht. Da, wo ich herkomme, ist das so. Man wird entweder Polizist oder Verbrecher. Beides gleichzeitig geht ja wohl nicht, oder? Du hast einen Mann erschossen. Da haben wir jetzt was gemeinsam. Lennart Kallenberg. Was hast du in seinem Geschäft gemacht? Ich hab gefragt, bist du eigentlich? Willst du mich verhören? Der Kerl ist mit einer Axt auf mich losgegangen. Das war Notwehr. Einen eindeutigeren Fall von Notwehr gibt es gar nicht. Und deine beiden Arschgesichter von Kollegen wichsen sich jetzt einen drauf ab, dass sie mich verhaftet haben, ja? Sie haben einen LKA-Beamten illegal überwacht. Die Staatsanwaltschaft weiß davon nichts. Und schon dafür reiße ich euch den Arsch auf, dass ihr bis zur Pension nicht mehr richtig sitzen könnt. Du wirst dich jetzt bei mir bedanken, du Penner, weil ich dich nicht verpfeife, dann wirst du mich gehen lassen. Der Kerl war ein verdammter Kinderficker und er hat sich die Birne selber weggeblasen. Münzenberg hat sich kurz vor seinem Tod mit einer Journalistin getroffen, Herlinde Scherer. Die hat unter falschem Namen im Hotel eingecheckt. Kennst du die Frau? Ich? Wir haben dir sowas erzählt. Ach so. Dein neuer Freund Fichtner? Ich habe den Bullentest mit ihm gemacht. Er hat den Umschlag genommen und sich ein Womo davon gekauft. Das ist kein Zeuge, Marthaler. Der Kerl ist korrupt und er wird dich genauso ficken, wie er es bei mir versucht hat. Jetzt sag ich dir mal, was ich denke, Rottek. Du bist in der Tatnacht ins Hotelzimmer eingedrungen, hast dort gewartet und dann zweimal auf die Frau geschossen. Und dann bist du unerkannt abgehauen. Ah, verstehe. Angriff ist die beste Verteidigung, ja? Wir haben die Spuren vom Tatort. Gut. Ich will nicht wissen, woher du die hast. Aber du wirst dort ganz sicher DNA-Spuren vom Mörder finden. Es sind dieselben Spuren, die mich zum Täter geführt haben. Lennart Kallenberg hat die Frau im Hotelzimmer erschossen. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Er ist der Mörder. Lennart Kallenberg, 52. Die Radio- und Fernsehwerkstatt hat er von seinen Eltern geerbt. Leider inzwischen tot. Keine Familie, unverheiratet. Vorbestraft?
Er ist mehrmals wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Eine Anklage wegen versuchter Vergewaltigung. Verurteilt? Nein, im Prozess hat das Opfer seine Aussage zurückgezogen. Und Kallenberg wurde freigesprochen. Herr Lindescherer wurde ganz gezielt erschossen. Es gibt keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Und trotzdem behauptet Axel Rotteck, dass Kallenberg der Täter ist. Warum sollte er die Journalistin umbringen? Wo ist das Motiv? Es gibt auch keine private Verbindung. Die beiden haben sich anscheinend überhaupt nicht gekannt. Und wir haben noch ein Problem. Axel Rotteck hat einen exzellenten Rechtsbeistand. Morgen entscheidet der Haftrichter, ob er freigelassen wird. Wir haben also genau noch 14 Stunden, ihm etwas nachzuweisen. Okay. Sarah, du fährst zum Tatort und hilfst Carlo. Ihr durchsucht jeden Winkel in Kallenbergs Laden. Wir brauchen die Tatwaffe aus dem Hotel. Und wir brauchen DNA-Spuren von Kallenbergs Leiche. Petersen setzt sich doch mit Thea in Verbindung. Wenn du Glück hast, ist sie schon in der Rechtsmedizin. Ja. Und sei so gut und besorg mir die Prozessakte von Kallenberg. Okay. Danke. Sie haben Geld angenommen. Nein. Ich wollte es ihm zurückgeben. Er hat es verweigert, dann bin ich zu Ihnen gekommen. Sie müssen mir glauben, ich bin kein Bulle für Rotteck. Wollen Sie denn das Wohnmobil her? Hä? Wie bezahlen Sie den ganzen Scheiß? Gar nicht. Das Wohnmobil hat meine Frau gemietet. Es tut mir leid. Aber Rotteck spielt uns gegeneinander aus. Wir stecken fest. Ja, wie schwören. Sie haben den Koffer. Wo ist das Problem? Hat Rotteck mal von einer Herr Lindescherer gesprochen? Nein. Sagt Ihnen der Name Sterntaler irgendwas? Ja, das ist dieser Club im Industriegebiet. Da haben wir ein Treffen abgesichert. Was für ein Treffen? Keine Ahnung. Ich bin nur der Laufbursche. Ja, was haben Sie da gemacht? Wer war da? Sie müssen doch irgendwas wissen. Es sind einige Personen gewesen, die sich da getroffen haben. Es war Abend. Es war wichtig. Noch sehr viel Geld aus. Und ich kann da wirklich nicht mehr sagen. Ungefähr 8 Autos, 10 Personen. Ich weiß es nicht. An welchen Fällen hat Rotteck zuletzt gearbeitet? Münzenberg, Alt Frankfurt, Kästner. Es war ein Verdacht auf illegalen Waffenhandel. Und da war noch etwas vor seiner Zeit beim LKA. Irgendein alter Fall, den er plötzlich wieder aufgenommen hat. Mordfall? Keine Ahnung, darüber hat er nicht gesprochen. Der Urlaub ist gestrichen. Was? Sie halten nicht zu unserer Verfügung. Scheiße! Das ist Kallenberg. Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, der war bei uns im Hotel. Hat er ein Zimmer angemietet? Ja, in derselben Nacht, als der Mord passiert ist. Sind Sie sicher? Ja. Würde bedeuten, er hat hier übernachtet, als Herr Lindescherer ermordet wurde. Zimmer 122, 2 neben der Toten. Scheiße. Aber Kallenbergs Name stand nicht auf der Gästeliste. Nein, manchmal fragen wir die Gäste, ob sie überhaupt eine Quittung benötigen. Also Schwarzgeld? Schwarz, ja. Kann ich noch irgendwie helfen? Nein, vielen Dank. Wo ist jetzt Carlo? In Kallenbergs Hinterhof. Frischer Beton. Hier. Du kannst davon ausgehen, dass wir die Tatwaffe gefunden haben. Mit Schalldämpfer. Und wir haben inzwischen ein Ergebnis aus der Rechtsmedizin. Thea hat die Tatortspuren vom Hotel, die du ihr gegeben hast, mit einer DNA-Probe von Lennart Kallenberg verglichen. Ja, und? Kallenberg war zweifellos im Hotelzimmer des Mordopfers. Das entlastet Rotteck. Und noch eine Information, die dir nicht gefallen wird.
Axel Rottek hat für die Tatnacht ein Alibi. Er hat sich zusammen mit einem Dutzend LKA-Beamter in Sachsenhausen betrunken. Seine Anwälte haben uns bereits eine ausführliche Zeugenliste geschickt. Das ist großartig. Die Spurenlage, die Tatwaffe, das Alibi. Robert, wir müssen Rottek entlassen. Alles andere ist Rechtsbeugung. Er hat den Mörder zur Rede gestellt und Kallenberg wollte ihn zum Schweigen bringen. Rottek hat den Fall vor uns gelöst. Das müssen wir wohl akzeptieren. Akzeptieren muss ich gar nichts. Was stimmt denn nicht? Wenn wir davon ausgehen, dass Herr Linde Scherer ermordet wurde, weil sie einen Skandal aufdecken wollte und im Sterntaler Dinge gesehen hat, die sie nicht sehen sollte, dann passt doch ein Mörder wie Lennart Kallenberg überhaupt nicht ins Konzept. Vielleicht musst du dein Konzept ändern. Vielleicht haben wir auch einfach nur was übersehen. Ich meine, Rottek ermittelt nicht. Er findet plötzlich den Mörder und erschießt ihn in Notwehr. Das stinkt doch zum Himmel. Hör zu, ich will alles über Rottek wissen. Wann er geschlafen hat, an was er gearbeitet hat, wo er die Kohle für sein Scheißhaus her hat! Carlo und Thea, ihr schaut euch noch mal die Spur aus dem Alt-Frankfurt an, die du am Tatort gesichert hast, ja? Okay. Wir haben noch 6,5 Stunden, bis Rottek dem Haftrichter vorgeführt wird. Und euch jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Und dann treffen wir uns oben. Jetzt kommt der richtig in Fahrt. Wie macht er das nur? Zeitdruck, Schlafmangel, Liebeskummer. Weißt du, wo Carlo steckt? Keine Ahnung. Gut, dann fangen wir an. Was hast du? Also, vor 12 Jahren wurde die Jurastudentin Karin Oelz in einem Waldstück bei Götzenhain vergewaltigt und ermordet. Das ist der Tatort und die Leiche der jungen Frau. Okay. Lennart Kallenberg wurde im Fall Oelz als Tatverdächtiger verhört. Man konnte ihm nichts nachweisen. Und hier sind die Seiten zu Kallenberg von der Prozessakte. Aussagen von Bekannten, seiner Ex-Freundin und er hat sogar jahrelang... Ach hier. Einen Kinderfußballverein gesponsert. Die Tat wurde niemals aufgeklärt. Und wer hat damals die Ermittlung geleitet? Axel Rottek. Das heißt, die beiden kannten sich? Mhm. Rottek und Kallenberg hatten schon früher Kontakt. Na, Rottek hat gegen Kallenberg ermittelt. Und 12 Jahre später erschießt er ihn in Notwehr. Ja, klar. Kallenberg kann nicht mehr aussagen, der Verdächtige ist tot und Rottek aus dem Schneider. Neuigkeiten! Die Tatwaffe war in Beton eingegossen. Das sollte schlau sein, war aber dumm, denn auf diese Weise werden die Spuren auf der Pistole konserviert. An der Waffe haben wir Faserreste gesichert. Rote Filzfaser. Die habe ich ja auch am Tatort im Hotelzimmer gefunden. Hier, hinter der Minibar. Du meinst, Rottek könnte für Kallenberg dort die Waffe versteckt haben? Na klar. Rottek war einen Tag vor dem Mord an der Linde Scherer im Hotel. Und das passt auch zu der zweiten Sache, die wir herausgefunden haben. Es gibt Spuren von Rottek in dem Hotelzimmer. Rottek hat dort ermittelt. Nein, es sind die Spuren, die ich dort genommen habe, direkt nach dem Mord. Bevor Rottek offiziell in dem Hotelzimmer war. Er ist also vorher schon einmal in dem Zimmer gewesen. Ich wusste es. Okay, nehmen wir an, Rottek hat Kallenberg zu der Tat angestiftet und die Waffe dort im Zimmer für ihn versteckt. Aber was trotzdem fehlt, ist das Motiv. Das Motiv von Kallenberg ist klar. Rottek hat ihn erpresst. Mit seinem Wissen im Fall Oelze. Genau. Ja, das ist möglich, aber was ist das Motiv von Rottek? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir im Sterntaler.
War es das wert? Sie besitzen eine Beretta 71. Mit so einer wurde Helene Scherer erschossen. Und die gleiche Waffe wurde 2008 beim Überfall auf ein Wettbüro benutzt. Sie waren damals unter den Tatverdächtigen. Genieß jetzt hör doch mal auf, was soll denn das? Ich bin Geschäftsmann, ich erschieße doch keine Journalistin. Was? Wie alt sind Sie eigentlich, Herr Müller? 42. Der Staatsanwalt wird Sie anklagen. Wegen Anstiftung zum Mord. Das ist das gleiche Strafmaß wie für den Mörder. Lebenslang. Wie lange ist lebenslang, wenn man 42 Jahre alt ist? Lange. Bei besonderer Schwere der Schuld wird Herr Müller wohl im Gefängnis sterben. Hm. Ja, da gibt's inzwischen extra Abteilungen für. Sie waren der Lieferant, habe ich recht? Sie haben Rottek die Waffe besorgt. Kann ich mal was haben? Rottek wird in diesem Moment dem Haftrichter vorgeführt. Wir haben keine Beweise, nur Indizien. Wenn Rottek freigesprochen wird, sind Sie der einzige Mann, der ihm gefährlich werden kann. Diese Fotos hat Herr Linde Scherer heimlich vor ihrem Club gemacht. 48 Stunden später war sie tot. Wer sind diese Leute? So. Der Termin war festgelegt. Die Haftprüfung beginnt jetzt, ohne Ihren Kollegen. Kann ich Herrn Manthaler kurz informieren? Nein. Die Verteidigung. Haftgründe sind Wiederholungs- und Verdunklungsgefahr, ein fehlender Wohnsitz, Vorstrafen und Fluchtgefahr. Kriminalhauptkommissar Rottek ist ein leitender Polizeibeamter, für den ganz abgesehen von der widerrechtlichen Festnahme keiner der genannten Haftgründe zutreffend ist. Und was haben Sie für mich? Der Herr Verteidiger hat aber einen wichtigen Haftgrund vergessen, die Schwere der Tat. Von welcher Tat reden Sie da? Herr Rottek hat während einer polizeilichen Ermittlung in Notwehr gehandelt. Der Schusswaffengebrauch wird natürlich routinemäßig untersucht. Aber bis jetzt gibt es noch keinerlei konkrete Tatvorwürfe gegen unseren Mandanten. Oh doch. Anstiftung zum Mord. Das wäre mein Tatvorwurf. Die Haftprüfung hat bereits begonnen. Bei allem Respekt, Herr Dr. Rehmer, aber das ist unzulässig. Auf diesen Fotos ist Axel Rottek bei einem Geheimtreffen im Club Sterntaler zu sehen. Zwei Mitarbeiter der Central Airport Agency sowie der Vorstandschef von Flight 24 trafen sich dort mit Vertretern der hessischen Landesregierung. Darunter auch Udo Klotz. Ich denke, Sie kennen ihn. Der einzige Grund dieses Treffens? Der geplante Ausbau des Frankfurter Flughafens. Jede weitere Verzögerung kostet die Investoren 2 Millionen Euro pro Tag. Aber der Landtagsabgeordnete Johann von Münzenberg wollte den Ausbau verhindern. Deswegen wurde ihm belastendes Material untergeschoben und Herr Rottek leitete die Hausdurchsuchung. Münzenberg sollte durch eine Schmutzkampagne mundtot gemacht werden. Aber er wehrte sich und traf sich mit der Journalistin, Herr Linde Scherer. Alles, was Herr Rottek verbergen wollte, wollte sie ans Tageslicht bringen. Ist doch Schwachsinn. Matalas Märchenstunde. Ist absolut lächerlich. Geben Sie doch zu, dass Sie hier einfach nur verrannt haben. Frau Scherer hat dieses Treffen beobachtet und fotografiert. Wir gehen davon aus, dass Herr Rottek das bemerkt hat. Das Alibi unseres Mandanten wurde von der Mordkommission mehrfach überprüft. Es ist stichhaltig.
Die Ermittlungen haben eindeutig ergeben, dass der Verdächtige Lennart Kallenberg die Journalistin erschossen hat. Kriminalhauptkommissar Rottek hat mit dem Mord an Helinde Scherer nachweislich nichts zu tun. Ein Mörder ohne Motiv und ohne jeden Kontakt zu seinem Opfer. Ein Albtraum für jeden Ermittler, haben Sie recht. Das hier ist der Mordfall Karin Oelze. Bevor Rottek zum LKA gegangen ist, war er bei der Frankfurter Mordkommission und hat genau an diesem Fall gearbeitet. Aber anstatt den Mörder von Karin Oelze festzunehmen, benutzte er den Täter für einen weiteren Mord. Axel Rottek hat Lennart Kallenberg zum Mord an Helinde Scherer angestiftet. Und nicht nur das. Er hat die Tatwaffe besorgt und hinter der Minibar im Hotelzimmer von Frau Scherer deponiert. Das sind nur Behauptungen. Dafür gibt es keinen einzigen Beweis. Martha, ich mach dich fertig. Du bist erledigt, Herr Rottek, setzen Sie sich. Das hier ist die Zeugenaussage von Kevin Möller. Er liefert uns die Tatwaffe und das Tatmotiv. Eine geschlossene Indizienkette. Mit der Zeugenaussage von Möller können wir wasserdicht beweisen, wie Axel Rottek den Mord im Hotel Alt Frankfurt geplant und von Kallenberg hat ausführen lassen. Fahrt auf in den Ermittlungen zur sogenannten Sterntaler-Affäre. Nach der Verhaftung von Axel Rottek gestern wurde heute früh Harald Burtner, Vorstandsvorsitzender der Flight 24 AG, festgenommen. Ebenso zwei Mitglieder des Vorstands der Central Airport Agency, einem Verband, der Lobbyarbeit für den Flughafenausbau betreibt. Und hier im Landtag muss sich heute Fraktionschef Udo Klopp verantworten. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. So soll dem Abgeordneten von Münzenberg bei einer Hausdurchsuchung belastendes Material untergeschoben worden sein. Werden Sie heute zurücktreten? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Und mittlerweile wird sogar nicht mehr ausgeschlossen, dass Klopp von dem Mord an der Journalistin Helinde Scherer im Hotel Alt Frankfurt gewusst haben könnte. Mark Reimer, ich fasse es nicht. Petersen wird Fernsehstar. Ne? Das sieht ja ganz so aus, als ginge es auch ohne mich, was? Danke, Vera. Ja, da braucht ihr gar nicht so mich anzustarren. Glaubt ihr, ich höre auf, oder was? Was macht denn deine Wirbelsäule? Unauffällig. Und dein Gehirn? Funktioniert alles besser als bei dir. Also wieder ganz der Alte. Hey, Cocoa! Hey, es muss gefeiert werden. Ein Kollege ist zu den Lebenden zurückgekehrt. Unkraut vergeht nicht. Danke dir. Ah, ah, Bonne. Ich glaube, ich schlafe jetzt noch mal lieber. Ja. Anch'io. Und du? Was machst du, Kommissario? Keine Ahnung. Vielleicht fahre ich nach Prag. Salute. Grazie. Grazie.